Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Force. Wir spielen heute auf der Map Mine, das ist eine 8x1er-Map. Und wie ihr seht, ich bin wieder zu Hause, das heißt, jetzt kommen wieder aktiv Videos, das heißt, es kommen jetzt auch wieder aktiv Leben-Videos. Freut euch drauf. Viele denken, ja, das Projekt ist schon total kaputt und das gibt's nicht mehr und bla bla bla, aber das ist nicht so. Ich versuche mich auf jeden Fall jetzt wieder stark in das Projekt zu involvieren, so wie ich es auch davor gemacht habe, weil das wirklich ein Projekt ist, was mir wirklich super, super, super viel Spaß gemacht hat. Und ich muss sagen, ich habe ja, glaube ich, vor 2 Tagen das Video hochgeladen wegen meinem Namen, dass der jetzt, wie gesagt, offiziell geändert ist. Naja, wie soll ich sagen? Der Großteil hat es gut verstanden, man sah es auch an den Bewertungen, das war richtig krass, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Natürlich gab es dann so ein paar Leute, die geschrieben haben, der Scheiße und so weiter. Ich denke mir so, irgendwann, ich bin doch genickt, oh. Bester Mann, bin natürlich wieder nicht genickt, ich schlauer Mensch. Naja, wie soll ich sagen? Es ist wie mit dem neuen YouTube-Design. Ja, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sagen möchte, zu der Namensänderung. Am Anfang fand es jeder scheiße, aber im Endeffekt hat sich jetzt dann doch daran jeder gewohnt. Und ja, es ist halt einfach so. Es ist alles Gewöhnungssache. Und ich hoffe, dass die Leute das Video auch zu Ende geguckt haben. Beim Großteil dachte ich mir so, okay, du hast wahrscheinlich nicht mal ansatzweise auf das Video überhaupt geklickt und hast nur einen Kommentar geschrieben. Aber gut, so, wir gehen jetzt erstmal zu dem Typi hier, bauen sein Bett ab. Versuch's zumindest, weil der hat keine Ausrüstung, der hat nichts. Gut, oder ist sein Bett bereits weg? Sein Bett ist bereits weg. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt einfach... Oh, er ist tot. Wisst ihr was? Dann gehen wir jetzt einfach mal in die Mitte und machen dort Action. Action, Boys. Bye, bye. So. Du da unten, du stirbst auch. So. Gut, wir haben jetzt ein Gold. Ich spare hier noch ein bisschen. Ein Warp Powder habe ich ja sowieso. Zu schwarz würde ich jetzt dann gern gleich gehen und mir dort dann einen Bogen kaufen. So, jetzt spawnt wieder hier schönes Gold. Gold, Gold für jedermann. Gold, Gold für jedermann. Oh, jetzt kommt sie. Jetzt kommt. Ja, komm her. Ja, komm her. Oh, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass jemand auch noch von hinten kommt. Oh, oh mein Gott. Ich habe überlebt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe überlebt mit einem halben Herz und jetzt kann ich mich nach Hause teleportieren. Alter, war das knapp. Ey Leute, ich hatte gerade sowas von Glück, aber sowas von Glück. So, kaufe ich mir noch eine Spitzhacke, würde ich sagen, und einen Goldapfel. So, perfekt. Pfeil brauchen wir nicht. Zack. Machen wir das Ganze mal so, würde ich sagen. Gut. Ich würde jetzt ganz gerne ja zu schwarz gehen. Ne, zu dem drüben gehe ich jetzt. Aber die in der Mitte da, die muss sterben. Oh. Ich habe sie einmal getroffen. Ne, egal, wir gehen jetzt zu dem da drüben. Der scheint wohl ein bisschen AFK zu sein. Genau, ein Warp Powder hole ich mir aber jetzt auf jeden Fall noch. Sollte irgendjemand da in meine Base gehen wollen. Das sehe ich nämlich nicht ein, dass es jemand tun möchte. Und eine bessere Brust. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey! Der kam da so angesprungen. Alter Leute, ich habe mich gerade zu Tode erschreckt. Ich weiß, die baut jetzt mein Bett ab, dies, das, Ananas. Aber was soll ich machen? Dann soll sie das doch abbauen, wenn ihr das viel Spaß macht. So. Baut sie sich... Nee, sie ist doch da gerade entlang gerannt, oder? Täusche ich mich da? Die ging doch da gerade in Richtung meines Bettes. Hä? Egal. Egal, Leute. Jetzt lassen wir uns nicht mehr irgendwie hier manipulieren von irgendwelchen Menschen. Sondern jetzt machen wir richtig Rambazamba. Gehen in die Mitte, holen uns noch ein Eisenschwert. Und dann, Leute, lassen wir uns hier nicht mehr lumpen. So, du, meine Liebe, du wirst jetzt sterben, du Kokosnuss. Was? Was hat die denn, was macht die denn mit der Hand für einen Schaden, ey?
Ich fliege ja richtig Kilometer weit weg. Alter Schwede. Oh, jetzt kommt jemand aber zu mir. Das ist gut. Okay. Soll er ruhig abbauen. Ich habe einen Bogen. Vielleicht weiß er das ja noch nicht. Aber ich habe einen Bogen, mein Lieber. So, erstmal zu ihm hier. Er kann eigentlich nichts machen. Er ist eigentlich so gut wie tot. So, gut, er ist tot. Unser Bett ist jetzt weg, das ist aber nicht so schlimm. Dann haben wir wenigstens so ein bisschen Action-Maction. Aber ich würde jetzt ganz gerne Orange ausschalten. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr warten. Ich gehe jetzt einfach rüber zu dem und der muss jetzt halt einfach dran glauben. Er muss jetzt einfach dran glauben. Ich habe auch keinen Grund, irgendwie jetzt noch in meine Base zu gehen. Weil ich eh kein Bett mehr habe. Also können wir jetzt ja auf Action-Tour gehen. Das ist ja das Geilste, finde ich immer. Fuck. Bowspam over 9000! Oh mein Gott. Okay. Fly away. In the sky. Ey, Bett. So, der ist down. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir dran schön ausgeschalten. Und wir gehen jetzt sofort in die Mitte. Wir gehen jetzt in die Mitte of the street. Ah, okay. Pink. Ey, die campt da immer in der Mitte, ne? Und schlägt mit ihrer Faust alle runter, ey. Kleine, kleine Sau, du. Wo ist die denn jetzt? Die wieder mit ihrem Knockback-Stick, ey. Ich glaube, die soll jetzt erstmal nach Hause gehen hier. So, weg ist sie. Ich warte nochmal auf eine neue vor Gold. Die, wie sie wieder angerusht kommt, ey. Die wartet aber auch echt nicht. Aber die macht das gut und die macht das auch taktisch. Man sieht ja alleine, wie sie ausweicht, dass sie auf jeden Fall öfters mal spielt. Aber das ist mir egal, denn wir möchten sie trotzdem mehr töten. Jetzt kommt die wahrscheinlich wieder mit dem Knockback-Stick. Wenn wir jetzt schnell sind und gut sind, dann können wir die jetzt so mit dem Bogen ausschalten. Dann hole ich mir noch ein Eisenschwert. So, jetzt ist sie tot. Was möchte sie jetzt machen? So. Jetzt fliegt sie. Hoffentlich. Okay. Und ihr Bett ist weg. Ich hoffe mal, sie leftet nicht. Das wäre... Na. Sowas, ich verstehe solche Leute nicht. Warum leftet man dann? Dass man jemanden dann nicht mal noch den Kill gönnt. Ich verstehe, also das verstehe ich überhaupt nicht. Das leuchtet mir nicht ein. Ich meine, man kann doch gerne jemanden mal den Kill gönnen, wenn man sagt, ja, okay, der hat jetzt schön den Kill gemacht. Verstehe ich nicht. Aber egal. Aber egal, Leute, wir lassen uns jetzt hier nicht lumpen oder ziehen oder uns die Laune dadurch verderben. Denn wir haben in der Runde ja schon ein paar Leute getötet, die uns den Kill aber gegönnt haben. Und jetzt gehen wir erstmal in ein Ding. Aber irgendwie, ich war nicht genickt. Wieso nicht? Wieso nicht? Das finde ich jetzt ein bisschen dreist, ja. Oh, schade, ich dachte, er fliegt. Oh nein. Okay, egal, wir schaffen es wahrscheinlich trotzdem. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, weil nicht, dass wir es dann nicht schaffen und dann stehe ich da. Ich habe ja gesagt, wir schaffen es. Nicht. Okay, einmal habe ich ihn noch getroffen. Nochmal. 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 Einmal noch, dann ist er wahrscheinlich tot. Er teleportiert sich nach Hause. Nein, du kleiner Sack, du. Oh, wo ist denn die schwarze Base? Ich bin nicht mal in der schwarzen Base. Ah, da vorne, okay. Da vorne. Den werde ich mir jetzt aber trotzdem snacken hier, den Typen. Er möchte mich jetzt wahrscheinlich runterschmeißen, ey. Aber so nicht. So nicht. So, tschüss. Und GG. So. Gut. Ich würde einfach mal sagen, Leute. Das war's. Erscheint noch jetzt mit At All. Wie heißt dein Kanal? Ich weiß nicht, vielleicht heißt er ja Herr Crumpy. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen,
freut es mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir gehen jetzt mal zum Spawn. Und ich freue mich, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Ich habe jetzt hier auch eine PS4 mit GTA, ja? Das heißt, solltet ihr da irgendjemanden sehen, der Boomstoggy heißt oder irgendwas und der würde sich als mich verkaufen, ich bin's nicht. Ich heiße dort Herr Crumpy. Und fertig. Und ja, Leute, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Positive Bewertung nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat.